Warte mal, Gullis. Ladies and Gentlemen, was aussieht wie ein neuer Michael Bay-Film, ist doch nur Conan Exiles. So, es ist einige Zeit vergangen, ich bin noch ein bisschen im Lager und ich dachte, ich muss euch einfach auf diese Reise mal mitnehmen, weil es ist unendlich lustig, was er ständig macht. Also wir haben wieder Gevido dabei, den wir in der letzten Folge quasi versucht haben, mal zu trainieren, er es aber noch nicht so ganz höher als Level 5 geschafft hat. Und er hat jetzt die Pike und die Klinge. Beide sind mit, wie heißt das Ding, meisterliche Verbesserung? Ah, ich habe keine Ahnung, warte mal. Behandelt worden und dafür wiegen sie jetzt enorm viel. Ich glaube, die Originalklinge wiegt 6, 9, 4, irgendwie sowas. Hat aber auch fast doppelte Haltbarkeit. Genau wie die Pi. Entschuldigung, hier ist die Klinge. 4 zu 12 hat auch doppelte Haltbarkeit. Genau wie die Pike. Und die Pike hat halt Reichweite, extrem wenig Gesundheitsschaden. Also, das ist ja 73, das ist ein Gladius. Und die Pike hat halt 38. Das ist halt, naja, okay. Vielleicht müssen wir dann mal nach leere Schmiedenwaffen explizit gucken. Aber ich teste gerade mal Pike im Gegensatz zu Klinge. Und tatsächlich wählt er öfter die Klinge als die Pike. Und selbst diese Klinge hält Leute recht gut auf Distanz. Also, in der heutigen Folge würde ich spontan mal Folgendes vorschlagen. Wir trainieren doch noch ein bisschen zusammen. Dafür machen wir dann nächste Folge entweder ultra gemütlich, indem wir Baumhaus bauen. Oder wir gehen in einen Vault und raiden den Shit mal wieder. Okay? Allerdings könnte es sein, dass ich mit der Sonja mitnehme, aber ich will ja trainieren lassen. Und Gevido hier muss ja deutlich, deutlich noch zulegen. Das heißt, ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende des Videos dran. In der Zeit könnt ihr natürlich Mitglied werden, da freue ich mich selbstverständlich am meisten drauf. Und seien wir doch mal ehrlich, ihr wollt es doch auch. So, viel Spaß euch. Bis gleich. So, jetzt habe ich vergleichsweise mal uns ganz kurz was gespawnt, und zwar die leeren Schmiede Pike und das leeren Schmiede Katana. Die Pike hat deutlich mehr Schaden, 61 zu 0 im Vergleich zu 38 zu 4, hat dafür aber nicht den Effekt vergiftet. Das heißt, die Pike fällt für uns schon mal wortwörtlich flach. Das Katana hat allerdings interessanterweise Bluten, was durchaus auch okay wäre, mit 53 zu 13 eigentlich relativ ähnlich. Und hat Bluttrinker. Dummerweise wird da nicht näher drauf eingegangen. Wie immer. Jedes verdammte Mal. Warum macht man so etwas hin, wenn man nicht mal einen Tooltip macht? Mouseover, Tooltip. Nein. Info. Steht hier was? Nein. Nur obwohl in der Bauweise des Schwertes verborgene Oberflächendetails auf vergessene Zusatzfunktionen hinweisen, sind leere Schmiedewaffen hinsichtlich ihrer Hauptfunktion des Tötens bis heute unübertroffen. Wen interessiert das? Es ist ja schön, eine kleine Story zu einer Waffe zu haben, aber das ist Müll. Es ist absolut Müll. Aber Bluttrinker wäre echt mal interessant zu erfahren, ob das vielleicht heilt. Also ich glaube, ich müsste das doch mal selber austesten. Uff, wisst ihr was? Ist doch mein Spiel. Ich kann mir nur selber mit dem Cheaten schaden. Aber ich will zumindest mal jetzt verstehen, was Bluttrinker bedeutet. Weil je nachdem, was das bedeutet, wäre das natürlich schon interessant zu erfahren, ob es sich lohnt, es zu nutzen. Okay, also geheilt werde ich nicht. Vielleicht die komplette schwere Rangfolge. Zack, zack, zack und zack. Nö. Also Bluttrinker. Ich kann mir da jetzt noch keinen Reim drauf machen. Ich werde nicht geheilt. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, irgendeinen Nutzen daraus zu sehen gerade. Schade. Also ich kann Leichen damit nicht irgendwie... Ja, ist doch gut. Okay, Katana-Kämpfe sind nichts für mich, das sehe ich schon. Aber ich sehe halt auch immer noch nicht wirklich den Nutzen. Ich dachte, Bluttrinker wäre vielleicht in irgendeiner Weise sowas wie... Ich weiß nicht, also so Vampir-Effekt. Ihr schlagt den Gegner und dadurch wird ein bisschen Leben auf euch übertragen, aber ich sehe es halt nicht. Damit 2,49. Okay. Du gehst mal da hinten hin. Halt, du gehst mal da hinten hin. So, und wir greifen jetzt mal nur alleine den hier an. Ich meine, Katanas sind schon recht witzig, aber... Haben wir jetzt irgendwie Leben bekommen? 2,49. Nö. Okay, vielleicht hat es was mit diesem Effekt hier zu tun.
Vielleicht können wir nur dadurch diesen Effekt aktivieren. Ich weiß es nicht. Und ich möchte das Schwert eigentlich auch so schnell wie es geht wieder loswerden, weil es ist ja effektiv gecheatet. Nimm dir mal den davor, damit ich mich ganz in Ruhe mal um diesen hier kümmern kann. Ist das jetzt dein Ernst? Weißt du was, jetzt teste ich doch tatsächlich mal eine neue Waffe und sterbe deswegen wahrscheinlich. Weil mein Helfer es absolut nicht auf die Kappe kriegt. Ich hab mich verkriegt. Sorry. Boah, ich bin absolut kein Katana-Kämpfer. Das kann man drehen, wie man möchte. Nein, 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 nein. Trink, 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 trink. Ach, wisst ihr was? Dann eben die gute alte Taktik. Wenn es gar nicht mehr geht. Ach so, ja, wir müssen ja ganz kurz Jills Ausdauer regenerieren lassen. Und Bangarang. Puh, also wenn es gar nicht mehr geht, flüchte ich einfach auf irgendwelche Zelte. Das hat bis jetzt immer geklappt. Tja, ich will wissen, was Bluttrinker ist. Wisst ihr es? Okay, wenn ihr es wisst, schreibt mir es bitte in die Kommentare, ja? Damit ich mich nicht gezwungen sehe, mich weiter hier zu blamieren. Wie würde der sich wohl mit Schild und Schwert machen? Schild haben wir noch... Hallo. Also ein Schild haben wir noch in der Kiste. Das haben wir gedroppt. Dasselbe, was ich hier gerade habe. Das ist ein super Ding. Und ein Schwert könnte ich ihm mir besorgen. Wir gehen jetzt eh woanders hin. Das heißt, es macht keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt mal eben einen Umweg nehme nach Hause. Könnten wir machen. Also zumindest hier glaube ich nicht, dass wir irgendetwas Spannendes noch finden werden. Ja, da hinten sind noch zig Kisten und da oben drauf auch. Und bin mir auch sicher, dass sich das lohnen würde, aber... Nö. So, wie ihr seht, sind wir total sichtbar und es ist alles total cool. Und das Wetter ist schön und wir gehen spazieren. Und fuck off, ganz ehrlich. Wir sind jetzt mal hier drinne. Wo war es nochmal? Wolfsmenschen, glaube ich. Oder Wolfsbruder. Auf jeden Fall irgendwo bei den Wölfen. Das könnt ihr natürlich alles in meinem Vault Guide nachgucken. Hier zum Beispiel sind die Insignien, die ihr haben möchtet. So, und jetzt dachte ich, wir geben ihm mal einen leeren geschmiedeten Gladius. Die anderen Waffen habe ich in der Zeit zerlegt. Es ist einiges an Zeit vergangen, ganz ehrlich. Und ich bin mit echt vielen Ergebnissen total unzufrieden. Beispielsweise habe ich ein leeren geschmiedetes Schwert gemacht. Das Ergebnis war dann etwas sehr Radikales. Und zwar ist es folgendermaßen passiert, dass sobald ihr das zieht, habt ihr die Hälfte an Leben nur noch. Oder zumindest habt ihr einiges weniger an Leben. Denn letzten Endes ist es so, ihr werdet stark verdorben durch die leeren geschmiedete Geschichte. Ich bin mir auch nicht sicher, warum der Gladius das nicht hat, aber hat er nicht. Stopp! Nein, 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 nein! Tja, dann hätte ich ihm jetzt vielleicht doch die Zweihand-Axt geben sollen. Also lebenstechnisch durchhalten tut er. Ich glaube, wir helfen mal. Das wird sonst eine ganz schnelle Geschichte. Ich hasse das, was Wölfe können. Dieses Zurückstoßen, das ist nicht fair. Haben wir eine Waffe mit Zurückstoßen? Vor allem, ich weiß auch nicht, warum er nie sein Schild hebt. Aber es wäre halt echt nützlich. Weil dann könnten sie ihn nicht zurückstoßen. Wie er hier gerade lernen kann. Boah, das ist so heftig, ey. Die Leben eines Bosses dürften schmelzen. Ungelogen, sie dürften schmelzen. Wenn wir zusammen darauf einprügeln, kriegt er quasi instant 10 Gift. Okay, okay. Also ich werde den Vault ein bisschen zusammencutten, weil sonst wird das Video so unglaublich lang. Deswegen, entschuldigt, ne? Wenn ich euch nicht alles zeige. Ich bin noch nicht sonderlich viel weiter. Ich bin nur von da oben quasi hier runtergegangen. Weil hier sehr viele Wölfe sind. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Hier könnt ihr nämlich die Statue finden. Okay? Also falls ihr das gerne möchtet, hier ist die Statue. Wie gesagt, guckt nochmal diesen Vault Run rein. Da ist auch jeder Vault mit Zeitstempel versehen. Yeah. Also auf jeden Fall, da ist jeder Vault mit Zeitstempel versehen. Und da haben wir auch einen Großteil der Sachen gefunden. Alles klar. Das wollte ich euch nur sagen. So, ich dachte mir vielleicht, hier wollt ihr dabei sein. So, im Groben und Ganzen. Was zum... Ja. Im Groben und Ganzen ist das jetzt quasi der Boss. Also dachte ich, machen wir den mal eben zusammen, oder? Du greifst den an. Ich greife den an. Ich hoffe, dass der Boss nicht so sehr den Fokus auf uns hat.
Problem ist, ihr müsst echt bei diesen Wölfen aufpassen. Also, wenn wir da nichts gegen den Rückstoß finden, ihre Attacken, dann sind das echt mächtige Gegner. Was mich auf die Idee gebracht hat, wir brauchen einen Pet-Werwolf. Also mache ich mir jetzt mal Gedanken, wie man einen kriegen könnte. Weil deren Zurückstoßen ist echt übel. Huhuhu, also meine Ausdauerprobleme sind zwar immer noch da, aber sie sind deutlich besser als früher. Warte mal, wir haben jetzt 5 Gifte auf dem Wolf. Okay. Mit was kämpft er da? Ah, okay, auf dem Gladius. Ich wollte nur sicher gehen. Mist, nicht mehr ausgewichen. Also ich muss sagen, das Gift hilft schon enorm. Guckt mal die Leben von dem Wolf. Und wenn wir jetzt noch zu zweit arbeiten. Doch, also... Ich denke, Gladius ist durchaus eine gute Waffe. Allerdings zur Basisverteidigung würde ich sagen, nehmen wir was anderes. Da teste ich mich noch mal ein bisschen durch. Ich bin noch nicht zu dem Punkt gekommen, wo ich sagen kann, ja, das ist die Waffe schlechthin. Also für Bosskämpfe, klar, würde ich Gladius empfehlen. Und Weibchenduft. Der Duft, um die Frauen zu verführen. Von Wolf Nummer 5. Was haben wir denn hier? Wolfssturm und Verkrüppeln. Weibchenduft, aha. Jeder Hundetrainer weiß, dass der Geruch einer läufigen Hündin bei einem Rüden dazu führen kann, dass er alles Gelernte vergisst. Diesem Prinzip folgt auch der von der Klinge ausgehende Duft. Während der trübseligen Tage des Krieges mit dem Menschen von den Wolfsmenschen geschmiedet, lockt dieses Schwert mit Hyänen, Wölfen und Wildhunden die niederen Vertreter der Wolfsmenschen an und weckt in diesen einen wilden Zorn. Das wiederum klingt unglaublich witzig. Das möchte ich mal ausprobieren, aber nicht mehr heute. Doch wir gehen jetzt noch gemeinsam natürlich zur Bosskammer. Ich meine, ihr habt nicht viel von diesem Vault mitbekommen, er ist wirklich nicht groß. Die Kiste? Quatsch, die Kugel gucken wir uns nicht nochmal an. Aber das hier, das nehmen wir, davon haben wir genug, das nehmen wir. Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die Sternmetall in Ruhe lassen, könnt ihr euch das vorstellen? Ich auch nicht. So, das brauchen wir, ansonsten relativ simpler Kram. Altarium, deswegen sind wir hier. Tja, und sonst haben wir nichts. Für jeden, der es noch nicht wusste, ne, nicht vergessen, das hier anzuklicken. Rüstungen und Waffen. Ganz wichtig. Tja, schade. Also, wie gesagt, ich konnte euch hier auch nicht viel zeigen. Das war jetzt auch mehr für mich, gebe ich ganz ehrlich zu. Denn ich musste einfach mal für mich jetzt klarkommen damit, wo wir gut Altarium herkriegen. Und viel ist ja nicht dabei rumgekommen, aber auch nicht wenig. Aber wir haben Weibchenduft. Warte mal. Ach schade, ich dachte, es strömt irgendwie so pinke Luft, also Dampf oder so aus. Okay, was heißt das jetzt, dass die niederen Vertreter, Wölfe, Hyänen etc. Das testen wir mal eben. Was passiert jetzt? Die sind doch sowieso am Durchdrehen. Greifen die sich jetzt auch gegenseitig an oder wie darf ich das jetzt verstehen? Muss ich denn erst irgendwie einen Debuff draufhauen? Ja, wir hätten unseren Jungen hier mal zu Hause lassen sollen. An sich ist das aber auch keine schlechte Klinge, gebe ich ehrlich zu. Also sie ist nicht gut, aber sie ist auch nicht schlecht. Ich verstehe jetzt noch nicht, was diese Klinge hier machen soll. Das sind sowieso aggressive Tiere. Wieso sollten die in irgendeiner Weise jetzt... Naja, egal. Ein Schwert, das einen säuerlichen Geruch abgibt. Kurz gesagt, hier hat ein Werwolf drauf gepisst. Und mit diesen Worten würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal... Oh, Moment. Wolfst du? Lockt in regelmäßigen Abständen Hunde an. Okay. Well. Moment, wenn ich die jetzt wegstecke... Okay, dann ist sie weg. Also dann ist der Effekt auch weg. Gut, dann glaube ich, dass ich jetzt einfach mal aus Spaß damit rumlaufen werde und mal gucke, was passiert. Wenn das so lustig ist, dass ich euch das noch zeigen möchte, dann werdet ihr das in den nächsten Folgen auf jeden Fall sehen. Also diese Folge war recht lang, es tut mir leid. Ja, wohl, nein, tut mir eigentlich nicht leid, war gelogen, sorry. Das war ernst gemeint. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ein Like da, helft mir der nächste YouTuber aller Zeiten zu werden und vor allem, ich will ja nichts sagen, aber da ist so ein Mitgliederbereich. Nutzt das. Abonnenten sind aber auch herzlich willkommen. Gut, genug davon. Ich gucke jetzt mal, ob wir irgendwann mal in was auch immer, für welchen Abständen Hyänen oder so anlocken können. Scheint lustig zu sein. Keine Ahnung. Mal gucken, was passiert. Bis zum nächsten Mal. Valado Heris. Euer Wolf.